Willkommen zu Trenergy TV, immer noch hier im Moon Club beim We Love Techno Event und zum ersten Mal dabei von Jam & Spoon, das legendäre Projekt aus den 90er Jahren. Jam Elmer, schön, dass du hier bist. Ja, schön, dass du hier bist. Danke. Du bist wieder hier, wo die Post abgeht. So ist es, Rolf. Also ich habe eben mal wieder richtig Gänsehaut bekommen, wo du die alten Klassiker gespielt hast. Am Anfang die I Pull Your Gun Twice Tracks von dem Kaleidoscope-Album und dann am Ende noch die richtig fetten, legendären Tracks Age of Love, Follow Me als letztes und dazwischen das wunderschöne Stella. Wie war es heute für dich, das erste Mal hier aufzulegen? Ja, es war für mich nicht nur das erste Mal im Moon, sondern das erste Mal auch in Frankfurt, dass ich so mal richtig aufgelegt habe. Ich habe mal im Herr Löffel, das war damals so ein kleines Restaurant, da habe ich mal so für meine Freunde mal ein bisschen aufgelegt, hat Spaß gemacht. Aber das war jetzt eigentlich so der erste wirkliche Gig in Frankfurt und es war super. Also ich habe auch das Repertoire ein bisschen so ausgewählt, dass die Leute, die Frankfurter, die alten Zeiten wiedererleben. Ich war am Anfang dabei, dann mittendrin war ich mal wieder und habe andere Leute geinterviewt, aber was hast du so mittendrin gespielt? Weil das waren nicht Jam & Spoon Tracks. Entschuldigung. Nee, das war so Out of the Blue und ich habe noch von Tom Craft, die heißt doch gleich Loneliness, ja. Und lauter sowas. Und Acid Phase gehört natürlich immer dazu. Ja, das haben wir gehört, ja. Acid Phase und warte mal, wie heißt noch mal das andere Ding? Auch eins meiner absoluten Lieblingslieder ist von Yves de Reuter, sag schon. House of House. Da gibt es übrigens demnächst von mir, ich glaube am 23. Januar, einen Remix, der kommt bei Bonsai raus. Also, kaufen, kaufen, kaufen. Okay, für wer ist das? Also Remix von Yves de Reuter, House of House. Okay. Rolf, ich muss dich einfach mal fragen, du bist ja jetzt seit ein paar Jahren als DJ unterwegs und du bekommst immer mehr Bookings, du legst immer wieder deine Tracks auf. Was für ein Gefühl ist es einfach für dich? Man sieht es dich an. Wenn du deine Tracks spielst, am Ende da die legendären Tracks wie Edula, wie du abgehst. Ich meine, was für ein Gefühl ist es einfach, diese Tracks zu spielen? Weil das ist ja ganz anders als früher, wo du ja der Produzent warst und ja im Hintergrund warst. Ja, das ist eigentlich merkwürdig, dass ich das nicht schon früher gemacht habe. Weil es ist natürlich was ganz anderes, wenn du deine Tracks auch selber auflegst. Dann erkennst du sofort die Stärken und die Schwächen und so. Und ja, du kriegst einfach ein Feeling dafür und es macht einfach einen irrsinnigen Spaß aufzulegen. Insofern bereue ich das, dass ich jetzt erstmal auf meine alten Tage sozusagen das entdeckt habe für mich und es ist einfach ein tolles Gefühl. Ich muss auch immer an Markus denken dabei. Ja, ich meine gerade bei Follow Me, was ist da die letzte Scheibe? Das war ja damals ja die B-Seite, ich glaube Survive in the Night. Das ist so eine der absoluten Hymnen der Trance-Musik der 90er Jahre. Also, das war doch für jeden, der irgendwie mal im Dorian Gray oder wo immer war und diesen Track gehört, das war wie ein Film, dieser einfach von Beginning zu End. Ich meine, wie ist es, das ist ja einfach, du hattest auch mal gesagt, das ist einer deiner Lieblingstracks, glaube ich, auch von deiner eigenen Sachen. Ja, ja, das ist einfach ein außergewöhnliches Ding und da hat auch der Mut von Markus wirklich eine große Rolle gespielt, weil der gesagt hat, nee, komm, wir machen jetzt so einen ewig langen Break und dann musst du irgendwie einen ganz krassen Sound entwickeln am Schluss. Wir gehen dann auf einmal von 138 auf 160 Beats und so und wir lassen wir ganz langsam schneller werden. Und solche Ideen hat der Markus da einfließen lassen. Und es ist einfach so ein Trip vom Beginning to the End. Also es ist einfach total geil. Und es ist manchmal ein bisschen schwierig, heute auf dem Festival sowas zu spielen, weil heute die Leute gerne so ein Repertoire haben wollen, so ein Megamix von allen Sachen. 3 Minuten und dann kommt gleich das nächste. Aber ich mache das eigentlich nicht. Ich versuche immer eine Atmosphäre zu erzeugen mit meinen Sets und so. Und ich lasse die Stücke auch mal wirken und versuche nicht nur einfach
drei Minuten von dem, wie so ein Megamix zu machen. Das finde ich, ist ganz nett so zum Hören, aber ich finde, man kann keine Atmosphäre damit erzeugen. Spürst du auch, dass der Markus bei dir ist, wenn du eure Sachen auflegst? Entschuldigung. Ja, keine Ahnung. Nee, ich weiß nicht, das wäre bestimmt zu weit gegangen, weil ich, vielleicht ist er da, vielleicht ist er nicht da, ich weiß es nicht genau, aber natürlich werde ich immer beim Auflegen an ihn erinnert und ja, mich würde es mal interessieren, was der dazu sagt, wie ich das mache. Ich mache das ja nicht so klassisch wie früher, sondern ich benutze ja die moderne Technik dafür und mache damit auch dann so bestimmte Sachen, die man vielleicht mit Vinyl nicht machen kann und so. Ja, also ich nutze das dann für mich. Und Markus war ja ein reiner Vinyl-DJ und ja, ich würde gerne wissen, was er darüber denkt. Ja, es ist natürlich schade, wenn du nur eine Stunde spielst, musst du sehr selektiv sein. Aber ich habe dir das ja schon mal gesagt, bitte tu mir mal einen Gefallen in die Zukunft, spiel mal bitte diesen tollen Remix, also eigentlich mein Lieblings-Jam ist mein Remix, Return of Stella 99, wo dieser Intro vom Baby ist. Ach so. Das ist so ein Hammer-Remix und ich liebe ihn, ich habe den noch nie live gehört. Ah, okay. Also, du kennst ihn schon. Ja, ich weiß schon, was zum welchen Mal. Auf den spielst du auch nie. Nee, das ist also so ein Track, den kann man schwer auf einem Festival spielen oder so. Also wenn ich mal in einem kleineren Club spiele, wo es ein bisschen deeper ist von der Atmosphäre, dann kann man den gut spielen. Ich muss auch mal gucken, wollen die Leute so eher so feiern und so muss es eher abgehen oder kann ich auch mal ein bisschen deeper werden vom Sound her und wie sind die Leute drauf, das muss man dann so entscheiden. Und ich habe den noch nicht gespielt, also weil bei mir war es von den Bookings her immer so, dass es eher so ein bisschen so das Auf-die-Fresse-Ding sein sollte und deswegen habe ich immer ein bisschen Gas gegeben beim Auflegen. Okay, weil wir hören ja alle, dass du ein bisschen erkältet bist. Noch ein paar Fragen. Also du hast ja den Playlist oder die Line-Up gesehen hier von dem Event von Thaler. War ganz schnell zu Thaler was. Also Hut ab, was kannst du nochmal sagen zu seiner Leistung einfach als Veranstalter, DJ, dass er so eine geile Party weiter am Leben halten kann. Ja, also Thaler gehört einfach dazu, zu dieser ganzen internationalen Dance-Szene. Er hat wirklich Dance-Musik Geschichte geschrieben mit seinen Labels früher. Also meine allererste Veröffentlichung war auf Suck Me Plasper. We Came in Peace, oder? We Came in Peace mit DJ Dark. Das war die Geburtsstunde von Dance to Trance. Also ich habe ihm sehr viel zu verdanken, dass er gesagt hat, ich mach das mit euch, ich sehe da Potenzial und so weiter. Ich weiß nicht, vielleicht andere Leute hätten das vielleicht nicht veröffentlicht. Und jetzt ist er eigentlich ein international anerkannter Trance-DJ, reist um die ganze Welt und macht dann solche riesen Veranstaltungen hier mit so einem meiner Line-Up. Also das ist schon, ja, muss man sagen, Respekt. Das ist schon eine Leistung. Wolf, du hast das Line-Up gesehen, aber waren wieder sehr viele bekannte Gesichter dabei. Ich glaube, du haust ja jetzt ab, aber auf welchen Künstler hättest du dich sehr gefreut? Ich habe gesehen, hast eine sehr, sehr freundliche Umarmung mit DJ Hooligan. Yeah. Den kennst du ja auch von früher. Wie war das mit den Leuten, die heute hier auflegen? Also ein gutes Line-Up, also wen respektierst du von den Leuten? Ich respektiere die alle. Die haben alle auf ihre Art und Weise was Großartiges geleistet und tun das auch immer noch. Und ich habe vor jedem Respekt, der das macht. Und das sind alles keine Nasenbohrer, das sind alles totale Profis, die wissen genau, was sie tun. Und ich gehe heute ein bisschen früher weg, weil ich halt vergrippt bin. Aber ansonsten würde ich da hinten stehen und würde versuchen, mir alles abzugucken von den anderen DJs, was die an guten Sachen machen. Weil man kann immer lernen, man kann immer was dazulernen. So, letzte Frage, Rolf, das muss ich dich nochmal ansprechen. Ich will mal deinen Senf dazuhören, weil das ist auch schon heute in den Social Medien gepostet. In der vergangenen Nacht hat die Welt eine Musiklegende verloren mit George Michael und der hat ja eigentlich jeden irgendwo in einer Art und Weise gerührt und in den 80er Jahren, wo er also ein Star wurde, wie hast du seine Musikkarriere so mitgenommen und weiterverfolgt, auch dann, wo du als Künstler dann auch durchgestartet hast? Also an diesen ganzen Songs von George Michael ist man natürlich überhaupt nicht vorbeigekommen. Also ganz abgesehen davon, dass es einer der weltbesten Sänger war mit einer unglaublichen Stimme,
sind auch seine Songs einfach so, diese Tracks, die er, seine Songs, die er geschrieben hat, Tracks sind es ja eher nicht, sind ja wirklich richtige Songs. Die sind so fantastisch und von den Melodien her, von den Einfällen her, absolutes Top-Material. Also diese Sachen bei Ram, also die haben mir eigentlich fast am besten gefallen. Das war richtig gute Popmusik, also Popmusik auf absolut hohem Niveau. Und es ist jetzt nicht unbedingt das Zeug, was ich von morgens bis abends höre, aber wir waren von der Performance und von der Melodie und so weiter, von dem, was sie rübergebracht haben, so perfekt. Also man muss sagen, von den ganzen Leuten, die da die Wham gemacht haben und letztendlich die beiden, die das hier repräsentiert haben, dieser Mitchell und Josh Michael, das waren halt absolute Superstars. Okay, Rolf, vielen Dank, wünsche einen guten Rutsch und alles Gute in 2017. Danke.